Ja. Du willst mich also verlassen? Ich glaube, dass es für uns beide das Beste ist. Ach, verstehe. Wirklich rücksichtsvoll von dir, David. Da ist nur noch etwas, das mir nicht ganz klar ist. Wenn du sagst uns, meinst du damit dann David und Angela? Oder schließt du Julia da ebenfalls mit ein? Lass Julia aus dem Spiel, ja? Das geht nicht, weil du sie längst mit einbezogen hast. Du Bastard! Lionel? Cassie. Sagst du neuerdings nicht mehr Hallo? Hallo? Es ist irgendwie kühl hier drin, nicht wahr? Dir ist also kalt. Das ist gut. Dann weißt du, wie sich Warren gefühlt hat, als du dich geweigert hast, die Kaution für ihn zu bezahlen. Er hätte verzweifeln können. Das ist einfach nicht fair. Als du mich gefragt hast, ob ich die Kaution für ihn zahle, wusste ich nicht, inwieweit er schuldig ist. Warren gehört zur Familie, Cassie. Abgesehen davon, dass er unschuldig ist, du hättest keinen Augenblick zögern dürfen. Ich wünschte, ich könnte die Dinge auch so einfach sehen, Lionel. Das ist kein Sarkasmus, ich meine es ernst. Es war ein Fehler. Ich wollte die Kaution ja bezahlen, aber da war er bereits wieder auf freiem Fuß. Danke. Angela Raymonds Großzügigkeit. Angela Raymond. Warum hat sie das bloß gemacht? Das scheint hier wohl die Preisfrage für alle zu sein. Es überrascht mich immer wieder, was die Leute alles für käuflich halten. Aber da irrt sie sich. Warren kann man eben nicht kaufen. Was interessiert's dich? Das tut es keineswegs. Oh, dann ist's ja gut. Ich wollte nur meiner Sorge um Warren Ausdruck verleihen, das ist alles. Ich heirate Mason. Peinlich, so eine primitive Trotzreaktion. Weißt du, irgendwie reden wir zwei ständig aneinander vorbei. Das stimmt, das war schon immer so. Und sowas tut manchmal sogar weh. Oh, Julia, 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 Mason, 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 Mason. Dir scheint es nichts auszumachen, Julia. Aber mir. Mir macht es verdammt viel aus. Wieso tust du denn das? Ich kann nicht anders. Und das gefällt dir noch? Das ist nun mal mein ganzer Lebensinhalt. Natürlich, mich zu quälen. Ich hab dir tausendmal gesagt, du hast kein Recht, mir vorzuschreiben, wie ich zu leben habe. Kein Recht? Samantha gibt mir das Recht. Unsere gemeinsame Vergangenheit gibt mir das Recht. Julia, du machst einen Fehler. Was mache ich denn falsch? Du wirfst dich weg an diesen Winkeladvokaten und ich setze seinen Namen in Anführungszeichen. Richter David Raymond. Nein, das mache ich nicht. Er ist nicht ehrenhaft. Wenn man so schlecht lügt, sollte man bei der Wahrheit bleiben. Zumindest sollte er aufpassen, dass die Gepäckkarten mit dem Alibi übereinstimmen. Er war nicht in Denver. Ach, großartig. Dann war er eben in San Francisco. Na und? Was spielt das für eine Rolle? Es spielt eine Rolle für uns, Julia. Du willst bei ihm sein, bei mir sein, du kannst nicht bei uns beiden sein. Für wen entscheidest du dich? Thank you.
Sophia? Hallo, Santana. Hallo. Erwartest du noch jemanden? Nein, nein, keineswegs. Ich bin allein. Setz dich. Danke. Du siehst sehr gut aus. Danke. Danke vielmals. Ich fühle mich auch wohl. Du siehst auch gut aus. Danke. Die Arbeit am Haus scheint dir gut zu tun. Bis jetzt, ja. Kelly sagte mir, deine Dekorationen sind wunderbar. Ich hatte eine gute Lehrerin. Wirklich? Und wen? Na, dich, Sophia, weil du mich immer inspiriert hast, als ich noch klein war. Moment, ich würde dir gern mal was zeigen. Sicher. Kennst du diese Entwürfe noch? Ich habe sie zufällig gefunden. Sie stecken in einem Bücherregal im Arbeitszimmer. Oh, Santana, ich kann nicht glauben, dass du sie gefunden hast. Ich habe die Entwürfe seit Jahren nicht gesehen. Weißt du, was das ist? Das sind die Entwürfe für das Haus, als Cici und ich das erste Mal verheiratet waren. Ja. Naja, und ich wollte gern etwas von dem ursprünglichen Flair des Hauses einfangen, weißt du? Ich sprach mit einem Architekten, doch der Mann ist leider ein absoluter Versager. Also verlasse ich mich eben auf meine Erinnerungen und das hier. Was für Pläne hast du? Die Küche bleibt, wie sie ist. Ja. Oh, wirklich? Das ist sehr schön. Nur hat das Wohnzimmer leider nicht mehr sehr viel von seinem ursprünglichen Flair, finde ich. Ja, richtig. Es ist schade, dass man diesen wundervollen Lachston überstrichen hat. Findest du nicht auch? Ja. Was ist mit dem Obergeschoss? Ich weiß es noch nicht. Das kommt ganz darauf an. Worauf kommt es an? Auf dich, wenn du zustimmen würdest. Dann würde ich mich für dieses hier entscheiden. Das hier. Das ist dein ursprünglicher Plan für das Schlafzimmer gewesen. Er ist bezaubernd. Mir gefällt die Farbkombination und die Raumaufteilung. Ich glaube, es wäre anmaßend von mir zu versuchen, das zu übertreffen. Santana, diese Pläne habe ich vor Urzeiten gemacht und wie die meisten meiner Entwürfe entsprechen auch diese nicht dem, was ich mir vorgestellt habe. Sophia, ich wollte dich nicht aufregen. Es tut mir leid. Ich will nicht über das Schlafzimmer reden und ich kann auch nicht darüber reden. Also mach damit, was du willst. Ich wollte etwas machen, das dir gefällt, weil ich bin sicher, du kommst irgendwann zurück. Da scheinst du offensichtlich mehr zu wissen als ich. Möglicherweise. Und ich weiß, dass du jederzeit zurückgehen und den Scheidungsantrag widerrufen kannst. Das ist zurzeit unmöglich, Santana. Aber du liebst ihn doch immer noch. Du hast recht. Oh ja, ich liebe ihn. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich ihn liebe. Und ich werde ihn immer lieben. Aber eines bleibt mir erhalten. Es bleibt mir zumindest meine Erinnerung an das Schlafzimmer. Bloß Erinnerung. Genügt dir das vielleicht? Wahrscheinlich nicht. Aber das ändert nichts. Ich sag dir, was du tun solltest. Dekoriere es neu. Ich will, dass du das Zimmer komplett änderst, klar? Damit er nicht an mich denkt, wenn er sich dort aufhält. Ich will, dass du das tust, weil es Cici helfen wird. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Wieso? Was ist passiert? Nichts. Ich wollte das nur schon immer einmal sagen. Hallo. Also sagen Sie mir, ist Mr. Lockridge auf seinem Posten? Kann ich irgendwas für Sie tun? Ist schon gut, ich bin nicht hier, um ihn wieder zu verhaften. Tut mir leid, das ist ein Reflex. Die Polizei in der ehemaligen DDR konnte oft unangenehm werden. Kann ich mir vorstellen. Also, sagen Sie mir die Wahrheit. War Warren wieder hier und hat seine Frühstückszigarren geraucht? Nein, ich weiß nicht, wo er ist. Niemand verlangt das von Ihnen. Wir leben in einem freien Land und er ist auf Kaution draußen. Es gibt nur ein paar Sachen, über die ich gern mit ihm gesprochen hätte. Aber das hat Zeit. Ach, und wenn Sie doch was von ihm hören sollten... Das glaube ich nur für nicht. Den Fall. Wenn doch, würden Sie ihm bitte daran erinnern... hier, ich schreibe es Ihnen auf. Er hat heute Nachmittag um 4 Uhr einen Termin im Büro des Bezirksstaatsanwalts, um eine Aussage zu machen. Es wäre hilfreich, wenn er pünktlich ist. Ich sagte Ihnen doch schon, dass ich nicht glaube, dass er heute herkommen wird. Das wäre überraschend. Er arbeitet doch hier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der auf Kaution freigelassen wurde, sofort in sein Büro geht. Ja. Gut, dann werde ich ihn wohl oder übel woanders aufspüren müssen.
Entschuldigen Sie bitte die Störung. Es gibt keine Entscheidung zu treffen, Mason. Warum verlangst du von mir, dass ich unbedingt eine Entscheidung treffen soll? Streitest du ab, dass du mit ihm in San Francisco warst? Wenn du eine Frage stellst, die dich irgendetwas angeht, werde ich dir gerne antworten. Hier ist eine ganz einfache. Liebst du ihn? Du bist wirklich unmöglich. Ich finde diese Frage durchaus berechtigt, Julia. Liebst du diesen Mann? Das ist mein Haus, kein Gerichtssaal. Ich stehe hier doch nicht vor Gericht. Du hast recht, ich sollte ihn in den Zeugenstand rufen. Er hat eine dunkle Vergangenheit, ist dir das bewusst? Seine Kriminalakte liest sich wie folgt. Fahrlässige Tötung betreffend den tragischen Unfalltod von Marilyn Cassidy und dazu ein Fall von Meineid. Es gibt keinerlei Beweise dafür und selbst wenn... Ja? Und selbst wenn es sie gäbe, denkst du wirklich, du kannst mich zurückgewinnen, indem du David diffamierst? Ist das ein Ausscheidungswettbewerb? David raus, Mason rein? Alles andere habe ich versucht, ich bin offen für Vorschläge. Soweit ich weiß, hast du schon eine andere gebeten, deine Frau zu werden, oder nicht? Cassie, hast du das schon vergessen? Bitte schick mich nicht zu Cassandra. Tu mir das nicht an. Was macht dein Nacken? Tut er dir noch weh? Ist dir doch egal. Nein, ist es nicht. Oh, sei doch ehrlich. Mason. Wie kannst du hier sitzen und sagen, dass ich dir was bedeute und dann aufstehen und eine andere Frau heiraten? Das ergibt doch keinen Sinn. Manchmal ist das Leben so. Du bist ungerecht. Zu euch beiden und zu mir. Cassandra will meine Frau werden. Wir haben auch schon einen Ehevertrag zusammen ausgehandelt. Ich brauche keinen Vertrag für meine Gefühle zu dir. Liebe kann man nicht in Gesetzestexte fassen. Sie existiert. Sie erfüllt den Himmel. Sie erfüllt die Luft. Man heiratet doch nur, um im Leben weiterzukommen. Weißt du, was dein Problem ist? Die Liste ist sehr lang. Das stimmt, aber ich will nur einen Punkt ansprechen. Du... Du weißt nicht, was du willst. Und wenn, willst du etwas, das du nicht haben kannst? Das sind Probleme 4011 und 4011a. Mhm. Mason, du bist hier und sagst all diese unglaublichen Dinge zu mir. Für mich ist das glatter Betrug an Cassandra und ihr seid noch nicht einmal verheiratet. Ich sage die Hochzeit ab. Ich heirate dich, du musst nur ja sagen. Mhm. Mason, du hörst nur, was du hören willst. Du glaubst, die Ehe ist ein magisches Heilmittel, aber es hat uns beim ersten Mal schon fast umgebracht. Und ich glaube nicht, dass das beim zweiten Mal glimpflicher ausgeht. Doch du willst das nicht einsehen und ich verstehe nicht, wieso. Nach meinen Berechnungen ist negativ mal negativ gleich positiv. Oder die Negative vernichten sich gegenseitig. Mathematik ist noch nie meine Stärke gewesen. Wer sagt, dass man Zahlen vertrauen kann? Bitte verzeih mir. Es war unsensibel von mir, dich damit zu belästigen. Ich habe nicht nachgedacht. Es war naiv. Entschuldige dich nicht für die kleine Dosis Realität. Was uns nicht tötet, macht uns stärker, richtig? Ja, das stimmt. Deshalb sitzen wir beide ja noch hier. Allerdings. Bitte gib mir die Zeichnung. Oh nein, Sophie. Du wolltest einen Rat von mir, was du mit dem Haus machen sollst, also gib sie mir. Wie du meinst. Also gut, du wolltest meinen Rat. Ja. Hier hast du ihn. Sophia, was machst du? Was das war das? Warum zerreißt du die Entwürfe? Ich verstehe dich nicht. Sie will, dass du das Haus neu dekorierst, also dekorierst du das Haus auch neu. Und tu es allein. Die meisten Erinnerungen haben die merkwürdige Eigenart, an der Tapete zu kleben. Der Farbe und der Einrichtung. Du musst ganz von vorn anfangen. Cici hat sehr viel Vertrauen zu dir. Jetzt zeig ihm, dass es gerechtfertigt ist. Ja, ja. Einige Veränderungen hatte ich schon vor. Hatte ich schon erwähnt, dass ich vorhabe, das Wohnzimmer zu verlassen. Ja, ja, hast du. Tu, was du willst, Santana. Nur versuche nicht, es jedem recht zu machen. Das geht in Ordnung. Ich werde es mir merken. Na schön. Wie geht es, Cici? Ist alles in Ordnung? Naja, wenn man die ganzen Ereignisse um Mason und Eden in Erwägung zieht, hält er sich bewundernswert.
Freut mich, das zu hören. Aber ich werde trotzdem nicht zu lange dort bleiben. Sissi hat versucht, sich wegen Katharina mit mir anzulegen, weil ich sie gegen Gina verteidigt habe. Du hast es ihm gegeben. Ja, und wie? Gut für dich. Ich sollte dir ein paar Tipps geben, wie du gut mit ihm auskommst. Ein oder zwei Grundregeln. Wenn er dich anschreit, schrei sofort zurück, das erwartet er sogar. Und unterschätze nie seine Loyalität gegenüber den Menschen, die ihm etwas bedeuten. Wenn du es schaffen solltest, in diese erlesene Runde zu kommen, dann findest du nirgends auf der Welt einen besseren Fürsprecher oder Beschützer. Auch wenn du gar keinen Beschützer brauchst. Versuch einfach so zu tun, als ob. Ich werde es mir merken. Ich werde auch nie vergessen, wie großzügig du warst. Ich meine, was das Haus und auch alles Übrige betrifft. Und das überrascht dich? Nein. Du warst immer sehr gut zu mir. Weißt du eigentlich, dass er dich wirklich sehr vermisst, Sophia? Er wird es schaffen. Weil er stark ist. Und weil er die Unterstützung all der Menschen hat, die ihn jetzt umgeben und denen er etwas bedeutet. Kann ich ihm irgendwie helfen? Das kannst du. Er ist zurzeit ziemlich labil. Und es gibt im Haus einen schlechten Einfluss, das ist Gina. Wenn es dir gelingt, Sissi vor sich selbst zu schützen, und wenn du ihn auch vor Gina beschützen kannst, dann werde ich dir ewig dankbar sein, Santana. Verstehst du, was ich meine? Verlass dich auf mich. Keine Sorge. Fühlst du dich jetzt, wo du es losgeworden bist, besser? Ich würde es wieder tun, wenn ich dir damit Julia aus dem Kopf schlagen könnte. Überhaupt, warum ziehst du nicht gleich zu ihr? Dann muss ich deinen Anblick nicht mehr ertragen. Dass ich die Scheidung will, hat gar nichts mit Julia zu tun. Ich verstehe, das fällt rein zufällig zusammen. Ist es auch ein Zufall, dass ihr beide zur selben Zeit nicht in der Stadt gewesen seid? Wohin führt eigentlich dieses Verhör? Ihr wart beide in San Francisco. Darüber werde ich nicht reden. Doch, das wirst du. Du kommst her, erklärst mir, dass unsere Ehe zu Ende ist und willst mir weismachen, dass Julia damit nichts zu tun hat? Mir wäre es wohl lieber, wenn es so wäre. Du willst nur nicht wahrhaben, wie es um unsere Ehe steht. Siehst nichts. Wieso akzeptierst du nicht einfach, dass es vorbei ist? Unsere Ehe ist nichts? Der Name, den du dir gemacht hast, ist nichts? Ich habe dir dabei geholfen und das ist nichts? Jahre der Planung. Ich habe alles für dich geopfert und das soll also nichts sein. Dafür bin ich dir auch sehr dankbar. Deine Dankbarkeit kannst du dir sonst wohin stecken. Ich bin nicht die bezahlte Hilfe, die überflüssig geworden ist. Mich kann man nicht mit einem Händedruck und mit einem lächerlichen Dankeschön einfach so abservieren. Du schuldest mir was. Ich bin durchaus bereit, mit dir eine großzügige Vereinbarung zu treffen. Dein Geld kannst du behalten. Verdammt, ich will mein Leben zurück. Ich auch. Nicht ein einziges Mal in den Jahren, die wir zusammen sind. Nicht einmal. Nicht einmal war das Wort Liebe in dieser Beziehung von Bedeutung. Wir haben das Wort schon ab und zu verwendet. Ich habe mich so danach gesehnt. Verdammt, ich habe immer um deine Liebe gekämpft, David. So kann es nicht weitergehen. Ich glaub's einfach nicht. Auf einmal soll unsere Vernunft-Ehe plötzlich unvernünftig geworden sein. So könnte man dazu sagen. Willst du etwa ernsthaft behaupten, du warst glücklich? Solche Zeiten gab es. Zeiten, in denen ich gehofft habe, du liebst mich. Weil deine Zärtlichkeit dann mal nicht so gezwungen wirkte. Angela, es tut mir leid. Nein, da werde ich nicht mitspielen. Nein, ich lasse dich nicht gehen. Ich werde nicht zulassen, dass ich dich verliere. Du hast mich niemals besessen. Wie kannst du mich denn da verlieren? Aus Gewohnheit? Hast du Angst? Wovor sollte ich Angst haben? Ich habe keine Ahnung. Möglicherweise davor, allein zu sein. Aber du bleibst nicht lang alleine. Du bist eine bezaubernde Frau. Ich bin jahrelang allein gewesen. All die Jahre, in denen mein Mann durch die Tür kam und mich weder sah noch hörte.
Jahre, in denen ein Geist in meinem Schlafzimmer rumwandelte und in meinem Bett. Jahre der Einsamkeit und Jahre der unendlichen Leere. Oh, wie ich dieses Selbstmitleid hasse. Genau das habe ich gemeint. Du bist frustriert und allein. Sonst hättest du nicht den Drang, woanders nach Abwechslung zu suchen. Oh, ich verstehe. Jetzt werde ich dafür bestraft. Ich glaube, wir sind beide genug bestraft. Wir müssen unser Leben neu gestalten. Jeder für sich und nicht mehr gemeinsam. Wo willst du hin? Etwa zu Julia? Nein, ich habe einen wichtigen Termin im Gericht. Oh, wir sind noch nicht fertig. Es gibt nichts mehr zu sagen. David! Du kannst mich nicht einfach stehen lassen! Bringt es was, wenn ich sage, ich habe mich geändert? Nein. Das kenne ich schon. Aha. Julia, es gibt nichts auf der Welt, was ich mehr möchte, als mit dir zusammen zu sein. Und du glaubst wirklich, was du da sagst? Das tue ich. Aber ich sehe das leider anders. In manchen Dingen kenne ich dich besser, Mason. Alles, was du dir in den Kopf gesetzt hast, willst du gleich haben. Sei es ein Sieg vor Gericht, ein Drink oder mich. Für dich ist das Erreichen deiner Ziele das Wichtigste. Bestimmt wären wir glücklicher geworden, wenn du mich weniger gewollt und stattdessen mehr geliebt hättest. Oh Gott, wie ich dich liebe. Ich liebe dich ja auch. Ich will es nicht, aber ich tue es doch. Du glaubst gar nicht, wie sehr. Panimayu. Спасибо за помощь. Warren, hier ist Katharina. Ich glaube, ich habe ihren Freund in Russland gefunden. Das, ja, richtig. Er ist in einem Krankenhaus in Moskau. Nein, nein, ich weiß leider keine Einzelheiten. Sie wollten mir nichts Genaues sagen, aber ich glaube, so schlimm ist es nicht. Was? Das wird nicht so einfach gehen. Warren, das ist viel zu gefährlich. Was passiert mit der Kaution? Ja, ich verstehe. Ich verstehe, aber ich glaube, Sie machen da einen großen Fehler. In Ordnung. Gut. Ich komme. Ich komme so schnell ich kann. Okay. Diese angeblichen Drohungen, die Warren ausgesprochen hat... Die ausgesprochenen Drohungen von Warren waren nicht angeblich. Sie sind ganz einfach eine Tatsache. Sie behaupten also wirklich, Warren habe gesagt, er wolle sie umbringen? Ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger was? Erzählen Sie. Ach, kommen Sie, Michael. Warren würde jede Drohung aussprechen, um die Hochzeit mit Cassandra zu verhindern. Worte können unterschiedlich gedeutet werden. Glauben Sie wirklich, dass er sie erschießen wollte? Er kommt mit einer Waffe in der Tasche auf die Party. Wenn das kein Vorsatz ist, wofür halten Sie das denn? Warren behauptet doch, er hätte sie zu seinem eigenen Schutz getragen. Er hatte auch allen Grund dazu, denn es gab bereits einen Mordanschlag auf ihn. Warren glaubt, dass ich verantwortlich für den Bombenanschlag auf das Redaktionsbüro bin. Und, sind Sie es? Nein. Bin ich etwa schon ein Terrorist, weil ich Warren nicht ausstehen kann? Nein, das sind Sie nicht. Aber aus dem gleichen Grund folgt nicht notwendigerweise, dass Warren der Mörder ist. Ist er. Sie glauben wirklich, Warren hat geschossen? Allerdings, Sie nicht.
Nein, ich nicht. Es ist zu einfach, zu offensichtlich. Warren wäre der dümmste Mörder von Santa Barbara, wenn er so viele belastende Beweise hinterlassen würde. Die Waffe ist auf ihn zugelassen, das Apartment, es ist auf seinen Namen gemietet, die öffentlichen Streitereien zwischen ihm beiden. Nein, da läuft was ganz anderes. Was? Ihm wird was angehängt. Gott, denken Sie immer so kompliziert. Sehr richtig, Menschen können sich ändern, aber nicht Warren Lockridge. Dieser Mann hasst mich. Sie sollten von Ihrem Kreuz runterkommen, Mason. Ihre Arme werden sonst zu müde. Sie wollen aus ihm einen Märtyrer machen, anstatt diesen Fall zu schließen. Warren hasst mich wie sonst nichts auf der Welt. Er hat versucht, mich umzubringen. Er hat dabei einen Unschuldigen getötet. Wir haben doch alles. Ein eindeutiges Motiv, die Waffe. Er wurde festgenommen. Als Polizist würde ich mich über so viele Beweise freuen. Mein Instinkt sagt mir etwas anderes. Warren Lockridge ist so schuldig wie die Sünde, Verehrtester. David? Mason. Ich hörte, Sie waren in Denver. Richtig. Eine wundervolle Stadt. Besonders, wenn man viktorianische Architektur mag. Offensichtlich verwechseln Sie Denver mit San Francisco, Mason. Ach, wie dumm. Wie konnte ich? Ich habe immer San Francisco im Kopf. Merkwürdig, nicht? Kann man wohl nichts machen. Viele Grüße an Angela. Mach ich. Die kleine Straßenbahn in San Francisco, die mich in den Himmel der Liebe trägt. La, 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 la. Mr. Lockridge hat also keine seiner Nachrichten abgeholt? Ich muss ihn wirklich sofort sprechen, wenn er wieder zurück ist. Danke. Oh. Julia. Tut mir leid. Augenblick. Alles in Ordnung? Ja, es gibt keinen Grund, der dagegen spricht. Ich hörte, dass Sie nach Warren gefragt haben. Ja, und ich habe mit ihm noch ein paar wichtige Dinge zu besprechen. Kann ich mir vorstellen. Haben Sie ihn gesehen? Nein, noch nicht, aber er muss wegen einer Aussage ins Gericht kommen. Dort werden Sie ihn dann bestimmt finden. Und wie sieht die Situation für ihn aus? Also, wenn ich ehrlich bin, die Indizienbeweise belasten ihn schwer. Wenn nicht noch jemand auftaucht, der seine Version des Geschehens bestätigt, sieht es ziemlich schlecht für ihn aus. Tut mir leid, das zu hören. Ja, Sie wirken, als wären Sie deswegen erschüttert. Übrigens, es hat mich überrascht zu erfahren, dass Sie in San Francisco waren. Ich glaubte, bei der Situation, in der sich Warren befindet, würden Sie sich lieber hier aufhalten. Deswegen kam ich früher zurück. Ich liebe San Francisco. Sie auch? David und ich schlenderten ziemlich oft durch. Antiquitätenläden und dann die romantischen Abendessen an der Bucht. Ich glaube, Sie müssen sich ziemlich einsam gefühlt haben. Ich war nicht alleine. Ich war auf einem Kongress. Wie schön. Da müssen Ihnen ja sehr viele vertraute Gesichter begegnet sein. Ein paar. Sagen Sie, wollten Sie mich eigentlich etwas Bestimmtes fragen oder interessieren Sie sich ernsthaft für meine Reiseerlebnisse, Angela? Ich versuche mich nur höflich mit Ihnen zu unterhalten, Julia. Wirklich? Nennt man das jetzt so? Oh, hallo Lionel, schön, Sie zu sehen. Wie geht's Ihnen denn so? Sie sind ja schwerer zu finden als eine Perle am Strand. Ich hörte, Sie sind wieder im Geschäft. Ich wollte Ihnen gratulieren. Vielen Dank und ich habe eine Menge Spaß. Das ist sehr schön. Es hat sich viel verändert, wenn man an Ihre Situation letztes Jahr um diese Zeit denkt. Oh, erinnern Sie mich nicht daran. Ohne Erlaubnis des Doktors durfte ich nicht mal auf die Toilette gehen. Sie haben es geschafft. Aber nur mit Warrens Hilfe, wenn er mir nicht geglaubt hätte. Ich weiß nicht, Lionel, dann wäre ich wahrscheinlich immer noch dort. Ja. In nächster Zeit wird er Hilfe brauchen. Sie wissen doch, dass er verhaftet wird. Oh, ja, ich weiß. Ich habe von der Anklage gehört. Ich finde, sie ist völlig absurd. Warren könnte nie und nimmer einen Mord begehen. Er ist viel zu sanftmütig dafür. Ja, wir glauben das. Aber es wird ziemlich schwer werden, die Geschworenen davon zu überzeugen. Oh, seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich da mal bloß nicht irren. Denn so wie ich Warren kenne, wird er nicht nur die Anklage abwehren, sondern den Täter finden, in der Morgenausgabe darüber berichten und dafür obendrein den Pulitzerpreis gewinnen. Ihr Wort in Gottes Ohr. Er hört ganz sicher zu. Und noch eine Bitte, ja. Sagen Sie Warren, der Kuss ist von Santana aus tiefstem Herzen. Das mache ich gern. Gut. Wenn ich ihn aufspüren kann. Ja. Wir sehen uns. Hey, Sie sehen gut aus. Gleich. Schöne Krawatte. Also habe ich nicht ausgesucht.
Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie eine unheimliche Ähnlichkeit mit einer Dame haben, die ich mal kennengelernt habe? Ach, tatsächlich? Mhm. Außer, naja, Sie könnten Zwillinge sein, wenn da nicht eine Sache wäre. Was ist das? Also, sie würde nicht tagsüber hier herumhängen und ihre Freunde und Familie im Stich lassen. Und womöglich in Selbstmitleid versinken. Offenbar kennen Sie sie doch nicht so gut, wie Sie dachten. Das mag schon sein. Wahrscheinlich weiß ich viel weniger, als ich dachte. Das kann schon sein. Aber eins weiß ich ganz sicher. Diese Bar hier ist nicht dein Leben. Du passt nicht hierher. Es ist für Sie, Mr. Capwell. Danke, noch ein bitte. Mason Capwell. Hallo. Die haben jede Menge. Warren, der Witz ist uralt. Du musst dir was Neues einfallen lassen. Gefällt Ihnen dieser Job, Dennis? Ja, sehr gut. Dann sollten Sie mir nie mehr das Telefon reichen, ohne vorher herauszufinden, wer am anderen Ende ist. Ja, Sir. Weißt du, dass ich den ganzen Tag auf der Suche nach dir war? Ich bin einkaufen gewesen für deine Reise. Ich habe kaum Platz für das, was du mir bis jetzt schon alles gekauft hast. Unsinn. Übertreib's nicht, okay? Ich finde, du siehst ziemlich müde aus. Du solltest dich hinlegen. Wenn du mitkommst. Der Doktor hat gesagt, du musst dich noch eine Zeit lang schonen. Eigentlich könnten wir gleich ein paar Hochzeitspläne besprechen, wenn du dich dafür schon wieder stark genug fühlst. Dann schieß los. Es ist ja nur ein kleiner Versuch gewesen. Lass das. Du könntest tot sein, Mason. Nicht alle Augen wären jetzt voller Tränen, wenn es dazu gekommen wäre. Meine schon. Danke. Nett von dir. Und jetzt zu den Hochzeitsplänen. Na gut, überredet. Wo gehöre ich hin? Och, du solltest am Familienfrühstückstisch sitzen, um das tägliche Chaos in die richtige Bahn zu lenken und 100 Dinge erledigen, die keine andere so perfekt machen könnte. Klingt anstrengend. Mhm. Du würdest aufblühen. Jedenfalls ist es immer noch besser, als hier zu sitzen. Das hier ist nun mal nicht der richtige Platz für dich. Danke. Hey, jemand muss dich auf den richtigen Weg zurückbringen. Und du willst das tun. Ich kann es ja selbst gar nicht glauben, dass ich hier sitze, um dir zu sagen, dass in deinem Haus jemand auf dich wartet, der glücklich wäre, wenn du durch die Tür kommen würdest. Die Welt ist verrückt geworden. Sogar du sagst mir, ich soll zu ihm zurückgehen. Das wäre bestimmt nicht das Schlimmste, was passieren könnte. Sisis Gesellschaft ist besser, als hier allein rumzuhängen. Ich wollte hier nur essen, nicht mich häuslich niederlassen. Was machst du eigentlich hier? Nicht vom Thema ablenken. Wir sprechen gerade über dich. Nein, du sprichst über mich. Ich habe dazu nichts mehr zu sagen. Ich habe meine Familie verlassen und ich werde nie mehr bei ihnen wohnen. Ich war die Ursache für zu viele Schmerzen und für zu viele Qualen und ich werde das nicht wiederholen. Welchen Preis zahlst du dafür? Der Preis, den ich dafür zahle, ist doch bloß meine Einsamkeit. Das ist nicht zu hoch für das Glück meiner ganzen Familie. Weißt du, was Augusta dazu sagen würde? Sie würde sagen, Busch war. Was bedeutet Bushwa? Ich habe das noch nie verstanden. Das bedeutet, dass du ein viel größerer Dummkopf bist, als du immer gedacht hast. Trefft, nicht? Wie geht's, Augusta? Es geht so. Sie unterzieht sich einer Therapie und macht, wie es heißt, Fortschritte. Und wieso freust du dich da nicht? Sie hat sich dort nicht nur Gedanken über ihren Alkoholkonsum gemacht. Sie hat den Alkohol aufgegeben und mich. Offensichtlich fängt sie an, auf ihren eigenen Beinen zu stehen. Das ist gut so. Aber? Aber meine alte Schulter wird ganz steif vor Kälte, wenn sich niemand daran anlehnt.
Wirklich lustig, nicht? Ich kann mich nicht dran gewöhnen. Denkst du, ans Alleinsein kann man sich gewöhnen? Nein, Sophia, ich glaube nicht, dass man das kann. Ich hoffe nicht. So, das war's. Ich hab doch nichts vergessen. Wenn doch, greifst du einfach auf den Mason Capwell 5 vor 12 Alternativplan zurück, also delegieren oder vergessen. Hast du für alles einen Plan? Mhm. Wenn du mich nicht mehr brauchst, ich hab noch was Wichtiges zu erledigen. Treffen wir uns zum Essen? Bleib nicht so lange. Okay. Hey! Was? Was war denn das? Es hat mich überwältigt. Halt es fest. Ich komme wieder. Mrs. Raymond? Oh, Angela, bitte. Sie und Mason sahen eben sehr glücklich aus. Ich hörte, die Hochzeit findet doch statt. Das wurde nie in Frage gestellt. Ich wollte mich nur bedanken, dass Sie die Kaution für Warren bezahlt haben. Sie wissen also davon. Das Geheimnis kennt inzwischen wohl jeder. Ich glaube, Warren ist unschuldig. Die Kaution ist das Wenigste, das ich für ihn tun konnte. Das war jedenfalls sehr großzügig. Wirklich. Wie Sie wissen, ist mein Ehemann Richter. Und deswegen weiß ich sehr gut, dass die Gefängnisse überfüllt sind mit irgendwelchen Dieben und kleinen Gaunern, die gelegentlich einen Dollar klauen. Bloß die sind für keinen Menschen eine Bedrohung, während die gefährlichen Kriminellen frei herumlaufen. Mason ist dafür ein wunderbares Beispiel. Wovon reden Sie überhaupt? Mason ist doch kein Verbrecher. Ist er nicht? Nun, ich frage Sie, wie würden Sie denn jemanden nennen, der ganz brutal einen Unbewaffneten niederschießt? Genau das hat Mason mit Warren getan. Er hat ein schönes kleines Loch in seinem Bein hinterlassen. Das bilden Sie sich bloß ein. Mason würde nie auf irgendjemanden schießen. Es war sehr theatralisch. Sie kennen ja Mason. Er fuchtelte mit der Waffe rum, stieß jede Menge Drohungen aus und dann zog er den Abzug und schoss auf ihn. Oh mein Gott, und wie geht es Warren jetzt? Oh, sehr gut. Die Verletzung war nicht so sehr schlimm. Später hat Mason natürlich behauptet, er hätte nicht gewusst, dass die Pistole geladen war. Aber das sagen sie alle. Oh, tut mir leid. Ist Ihnen nicht gut? Ich muss mich nur etwas hinsetzen. Sie sollten etwas trinken. Casey, es tut mir wirklich leid. Ich habe gedacht, Mason hätte Ihnen das gesagt. Sie wissen ja, er prahlt gern. Er hat kein Wort davon gesagt. Oh, dann ist es bestimmt sehr gut, dass Sie es von mir erfahren haben. Sie wollen doch nicht erst in Ihren Flitterwochen herausfinden, was für ein Mensch Mason wirklich ist. Habe ich den Spaß verpasst? Bevor du jetzt noch weitere Sprüche loslässt, Warren ist zu seiner Vernehmung gar nicht aufgetaucht. Was ist? Ich habe nichts gesagt. Nun, reib es mir schon unter die Nase. Wäre schade um die schöne Nase. Na komm schon, sag es. Sag es. Sag, du hast es gewusst und dass ich ihn durch die Maschen des Gesetzes hab fallen lassen. Na gut, wenn du dich dann besser fühlst. Ich hab's ja gleich gewusst. Siehst du, du hast es gesagt. Ich musste heute den ganzen Tag über an dich denken, Julia, nachdem du mich heute Morgen so feierlich aus dem Haus rausgeworfen hast. Du hinterlässt auf dem Weg zur Tür bald einen Trampelpfad auf dem Teppich. Vielleicht ist das ein gutes Training für den Trampelpfad, den ich schlagen muss, zu deinem harten, kalten Herzen. Du hältst inzwischen den Weltrekord in Ausdauer. Aber dein Timing ist ziemlich merkwürdig. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich habe den ganzen Nachmittag über Hochzeitspläne mit Cassandra besprochen. Ich habe keine Wahl. Du verweigerst uns eine letzte Chance. Was um Himmels Willen erwartest du eigentlich? Das ist doch ganz klar. Sag, ich soll die Hochzeit abblasen. Vergiss Cassandra und beende dieses Theater. Sag einfach, komm heim. Thank you.
Officer Donnelly? Ja. Angela Raymond. Oh ja, tut mir leid, ich war mit meinen Gedanken woanders. Was gibt's denn? Ich hörte, Warren Lockwood soll hier heute eine Aussage machen. Ich wollte Sie bitten, mir zu sagen, wo, weil ich ihn in einer dringenden Angelegenheit sprechen muss. Ich glaube, Sie und jeder andere hier. Wie meinen Sie das? Er hätte um 4 Uhr im Büro des Bezirksstaatsanwalts sein müssen, ist aber nicht aufgetaucht. Es ist ja jetzt erst 4:30. Vielleicht verspätet er sich nur oder er irrt sich einfach in der Zeit. In dem Fall werden wir ihn bald aufspüren. Aber die Wetten stehen 100-1, dass er gar nicht gefunden werden will. Er ist abgehauen. Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.